Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Traden auf Wolke 7 mit Martin Goertz. Selbstverständlich freue mich, dass wir ja kurzfristig diesen Termin jetzt ja machen können. Vielen Dank dafür, Martin. War ja auch deine Idee. Freue ich mich, dass das geklappt hat. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich im Namen von FX Flat. Und wir gehen auch direkt mal den Risikohinweis durch, denn auch dieses Webinar natürlich dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Gut, dann, lieber Martin, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Du hast die Bühne gehört dir und ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ja, vielen Dank. So, dann erstmal natürlich von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Dabeisein heute Abend. Freut mich sehr. Wie der Nelson sagt, war ja recht kurzfristig, aber es kam ja jetzt eben schon öfter mal die Frage danach, ja, kann man denn Ichimoku auch für Rohstoffe benutzen, für Währungen? Und da wir ja in unseren normalen Sessions hier ein Aktiendepot betreuen und immer auf die Aktienmärkte insbesondere schauen und gucken, dass wir hier Einzelwerte raussuchen, die da irgendwie gerade, oh, ich sehe schon, jetzt habe ich hier meine Cam gar nicht an. Jetzt aber, oder? So, jetzt sollte alles da Ja, sein. Okay, sehr gut. perfekt. Also nochmal, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Also, wie wir gerade schon gesagt haben, ja, heute der Fokus mal nicht auf den Aktien, sondern hier in unserem schönen Ichimoku Kinko Hiro Traden auf Wolke 7 in der Webinar-Serie werfen wir heute insbesondere einen Blick auf Rohstoffe und Währungen, weil halt die Frage danach schon ein paar Mal gekommen ist. Und ich will heute mal ein bisschen zeigen, wie man das kombinieren kann. Der ein oder andere von euch, der weiß es ja vielleicht schon. Ich bin sehr aktiv im Rohstofftrading im Bereich der Futures unterwegs und arbeite da viel mit Commitments of Traders Daten und auch mit den Saisonalitäten, denn das sind meiner Meinung nach die beiden Kernindikatoren für den Rohstoffmarkt, die man hier nicht vernachlässigen sollte, die sich auch im Währungsmarkt ganz gut machen. Und von daher werden wir den Fokus heute darauf legen. Den Risk Disclaimer hat ja der Nelson gerade freundlicherweise schon gebracht. Von daher spare ich mir das heute. Und ich würde sagen, wir gehen hier direkt in die Charts rein. So, jetzt weiß ich, dass es bei GoToWebinar immer ein bisschen blöd ist mit der Cam, wenn die parallel offen ist, weil die einfach was vom Bildschirm wegnimmt. Von daher verabschiede ich mich hier erstmal optisch, ja, und blende mich hier einmal aus. Dann haben wir den Bildschirm etwas größer. Falls Fragen sind, gerne rein in den Chat. Ich habe das Chatfeld hier offen, werde mir das dann auch entsprechend anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir hier direkt mal los. Also das, was ich hier jetzt geöffnet habe, das sieht ein bisschen anders aus als das, was wir uns sonst hier in den Sessions anschauen. Normalerweise werfen wir einen Blick hier auf den Tageschart links oben mit Ichimoku. Ich glaube, ich werde mal hier das globale Fadenkreuz, das werde ich hier mal rausnehmen. So, dann haben wir normalerweise hier den Tageschart einzeln und schauen uns den Wochenchart an. Beides immer vor dem Hintergrund mit Ichimoku-Indikator und Gersh-Trend. Das sind die beiden Hauptindikatoren, die wir hier normalerweise benutzen. Ich habe jetzt hier noch ja, zwei Felder mehr drin. Und zwar zum einen habe ich hier nochmal den Tageschart mit den gleitenden Durchschnitten. Das ist dann hier in Rot, das ist der 18er gleitende Durchschnitt. In Blau, das ist der 50er. Und in Grau, das ist der 200er. Und das Volumen habe ich hier nochmal zusätzlich mit drauf. Das sind also die Punkte, die hier entscheidend sind für diesen Tageschart unten rechts und dann haben wir hier nochmal einen Wochenchart und in diesem Wochenchart liegt der Fokus ganz klar auf den Commitments of Traders Positionierungen. Das sind die rote und die blaue Linie hier. Die blaue Linie, die repräsentiert im Prinzip die offenen Positionen der großen Spekulanten, also der Fonds, der Hedgefonds, der Money Manager, alle, die eben im ganz, ganz großen Stil mit Geld am Markt unterwegs sind und hier drauf aus sind,
auf Kursänderungen zu spekulieren. Und die rote Linie, die repräsentiert die Nettopositionen, die geöffneten Nettopositionen der sogenannten Commercials, also der kommerziellen Hedger. Und das ist eben die zweite große Gruppe, die wir uns hier immer anschauen, wenn wir auf den Bereich der Commitments of Traders Daten schauen. Das sind im Prinzip die Marktteilnehmer, die mit dem entsprechenden Rohstoff physisch arbeiten, die den also entweder produzieren und verkaufen oder weiterverarbeiten und verkaufen oder die ihn eben verbrauchen im großen Stil und dementsprechend halt physisch ankaufen. Ja, kann man sich ganz einfache Beispiele überlegen. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel den Weizenbauern, ja, der im großen Stil eben seine Weizenfelder bestellt und den Weizen am Spotmarkt verkaufen möchte nach der Ernte. Der hat also die Möglichkeit, sich an den Futures- und Optionsmärkten gegen Preisschwankungen zu hedgen, also abzusichern. Und auf der anderen Seite der Medaille haben wir dann Großbäckereien, ja, wie zum Beispiel Haribrot oder sowas, die eben im ganz, ganz großen Stil Weizen kaufen müssen. Und die eben genauso die Futures-Märkte und die Optionsmärkte dazu verwenden, um sich gegen zu große Preisschwankungen abzusichern. Und aus diesen Positionierungen können wir, wenn wir wissen, wie wir das machen, ganz gut ablesen, ob wir denn mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit uns Richtung eines Wendepunktes, eines aktuellen Trends bewegen, ja, oder ob wir eher davon ausgehen können, dass sich eine laufende Trendbewegung noch weiter fortsetzen kann. Das ist natürlich ein Thema, was wir jetzt hier nicht in Gänze behandeln können. Das ist ein bisschen umfangreicher. Da geht es also um etwas ausführlichere Analysen, die man da machen sollte. Wen das interessiert, dieses ganze Thema Saisonalitäten und Commitments of Traders Daten. Und ich finde das immer deswegen interessant, auch gerade, wir schauen uns ja normalerweise hier Aktien an und sind so, ich sag mal, im ganz typischen ja, Investor- und Trader-Modus und versuchen also Einzelwerte rauszufinden, die gerade in einer günstigen Lage sind oder in einer günstigen Situation sind, um sie zu kaufen, entweder mittelfristig oder auch langfristig. Und das ist natürlich das, was die meisten Marktakteure machen im privaten Bereich, zumindest bei uns in Deutschland. Und da ist man natürlich immer sehr davon abhängig, wie der Gesamtmarkt verläuft. Also wir haben ja jetzt heute hier so einen typischen Tag in einigen Märkten, wo wir so ein bisschen abdrehen gerade. Na, der Nasdaq kommt kräftig zurück, gerade vom letzten All-Time-High, was er vor 2 Stunden noch gemacht hat. Und dann ist es natürlich so, wenn man jetzt in diesen Tech-Werten drin ist, dann sind die am Ende mehr oder weniger alle unter Wasser. Ja, dann haben wir gar nicht mehr so viele, die noch grün sind über den Tag, dann sind eben viele rot. Und das Problem ist eben, wenn wir hier in eine Phase kommen, wo wir mal längerfristig abwärts gerichtet sind, wo es mal 5, 6, 7, 8 Wochen oder vielleicht auch mal 4, 5, 6 Monate abwärts geht, dann hat man normalerweise in seinem Depot nicht mehr besonders viel Spaß. Na, dann kommt die Equity-Kurve deutlich zurück, dann hat man diese sogenannten Drawdowns. Ja, und typischerweise dauert es dann eine ganze Weile, bis man dann irgendwann auch mal wieder, wenn der Gesamtmarkt dann wieder mitspielt, mit seinen Positionen auch wieder auf neue Hochs kommt. Und deswegen finde ich es immer sehr schlau und sehr clever, diesen Aktienhandelsansatz zu ergänzen mit einem Ansatz, im Rohstoffbereich, weil das komplett unkorrelierte Märkte sind. Ich sag mal, den Sojabohnen oder dem Kakao ist das am Ende völlig egal, was der S&P 500 macht oder was der Nasdaq gerade macht. Die traden komplett unabhängig und losgelöst vom Aktienmarkt. Und dementsprechend ist es eine schlaue Sache, sein Trading im Aktien- und Indexbereich zu ergänzen mit einem Trading, was etwas rohstofflastiger ist und nach völlig anderen Regeln funktioniert. Ja, und damit kriegen wir eine deutliche Stabilität in die Equity-Kurve. Drawdowns fallen entsprechend kleiner aus und man kommt auch nicht so in diesen Zugzwang, jetzt etwas tun zu müssen am Aktienmarkt, ne, weil irgendwie alles gerade nach unten läuft und man unbedingt mal wieder einen grünen Tag haben will. Man ist im Aktienbereich dann auch einfach viel entspannter, wenn man dann feststellt auf einmal, okay, da tut sich im Moment nicht so viel. Ich verschiebe den Fokus vielleicht jetzt mal eher vom Aktienbereich mehr in den Rohstoffbereich. Ja, das macht also absolut Sinn. Und deswegen schauen wir hier heute auch mal kurz drauf. Wen das interessiert, wer sich das gerne mal ein bisschen genauer anschauen möchte, ich veranstalte ich glaube, das ist das erste Januarwochenende,
ein dreitägiges Seminar zu dem Bereich. Das nennt sich COT Masterclass. Das ist ja im Prinzip so ein Dauerbrenner. Das mache ich seit mehreren Jahren. Ein bis zweimal im Jahr finden da Seminare statt. Und da ist das nächste jetzt, wie gesagt, Anfang nächsten Jahres als Präsenzseminar auch wieder geplant. Ich hoffe, wir können es dabei belassen. Na, mit der aktuellen Corona-Situation, die letzten drei Seminare sind online veranstaltet worden. Ich hätte gerne das Ganze mal wieder Präsenz, aber am Ende können wir uns das nicht aussuchen. Es ist erstmal Präsenz geplant, eventuell muss hier noch umgeschwenkt werden auf online, aber wen das interessiert, ich habe den Link gerade in den Chat geschrieben, da könnt ihr gerne mal reinschauen, was da in diesem Seminar alles enthalten ist. Okay, dann würde ich sagen, wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf die heute frisch auftauchenden Signale, weil am Ende haben wir jetzt hier nichts anderes als das, was wir uns im Aktienbereich immer anschauen. Ich habe jetzt hier die gängigsten Future-Märkte. Da haben wir hier im oberen Bereich die Währungen vom australischen Dollar bis zum Schweizer Franken, die typischen großen Währungen, die gegen den US-Dollar getradet werden. Und dann kommen wir hier in den Bereich der Rohstoffe. Die Indizes sind hier noch mit drin, die US-Indizes wohlgemerkt, die großen beiden. Und ja, ansonsten haben wir hier alles drin, von Softs über Grains bis hin zu Edelmetallen und Energie. Also im Prinzip alle gängigen Rohstoffmärkte hier abgedeckt. Ja. Wir sehen im Prinzip nichts anderes, als wir sonst haben hier mit den Aktien. Wir haben hier die Signallage aus dem Ichimoku-Indikator. Und wir haben hier in dieser Spalte daneben diesen Bereich Görsch Up Down. Das ist immer unser Schnellblick auf den laufenden Trend. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, wenn das Ganze hier rot erscheint mit Görsch Down, dann haben wir einen Markt vor uns, der im Tageschart und im Wochenchart vom Trendindikator her abwärts gerichtet ist, den wir also trendfolgend eher auf der Short-Seite nehmen wollen. Und wenn das Ganze hier grün ist, ja, wie hier zum Beispiel beim US-Dollar gerade, dann ist das ein Markt, der auf Tagesbasis und auf Wochenbasis gerade einen positiven Görsch-Trend hat. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, weil typischerweise, wenn wir mit Commitments of Traders-Daten arbeiten, dann versuchen wir ja eher so ein bisschen Wendepunkte abzugreifen. Das ist etwas, was wir hier heute nicht so sehr machen wollen, sondern wir werden schauen, was wir an Ichimoku-Signalen hier finden und dann eher gucken, ob das Sinn macht, diese Trends noch weiter zu spielen und in Richtung der Ichimoku-Signale hier Trades aufzubauen und dann im Prinzip das Gleiche zu machen, wie wir das im Aktienbereich machen. Nur mit dem Unterschied, dass wir, wenn wir uns dieses Aktien-Setup anschauen, dann fangen wir ja immer damit an, dass wir einmal auf die Indizes schauen, festlegen, was ist denn der übergeordnete Trend an den Indizes und damit eben festlegen, ob wir überwiegend Long oder eher vielleicht mal die ein oder andere Short-Position mit dazu aufbauen wollen. Ja, und das ist jetzt im Rohstoffbereich völlig anders. Im Rohstoffbereich ist es uns total egal, was irgendein Gesamtmarkt macht. Im Rohstoffbereich schauen wir auf die einzelnen Charts und legen dort fest, ob wir innerhalb dieser Position oder innerhalb dieses Marktes eher long sein wollen, eher short oder ob wir neutral bleiben wollen. Ja. Okay. So, ich schaue mal kurz hier in die Fragen, weil sich da ein bisschen was schon angesammelt hat. Die Susanne fragt, was ist das für ein Durchschnitt im Wochenchart? Das können wir immer ganz einfach schauen, indem wir hier reingehen. Das ist hier ein 52-Wochen-Durchschnitt. Also ein 52-Wochen gleitender Durchschnitt, das ist im Prinzip der Jahresdurchschnitt. Ja, ich habe es immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal habe ich den 52-Wochen-Durchschnitt drin, manchmal habe ich auch den 200-Tage-Durchschnitt drin. Die liegen sehr ähnlich. Ne? Der 200 Tage sehen wir, der liegt hier bei 92,25. Der 52-Wochen, der liegt gerade hier bei 91,93 im Dollarindex. Also, das hier habe ich immer einmal grob den Jahresdurchschnitt drin, weil ich nur grob einmal sehen will, sind wir gerade oberhalb des Jahresdurchschnitts oder sind wir gerade unterhalb des Jahresdurchschnitts. Ja, und dann kann man hier ganz gut, ich hole mal mein Zeichentool gerade noch kurz mit rein, dann kann man hier immer ganz gut abschätzen. Na, das ist typisch, wenn wir uns unterhalb des Jahresdurchschnitts befinden, dass wir gerne
in Trendbewegungen in die Abwärtsrichtung laufen. Wenn wir uns oben drüber befinden, ist es häufig so, dass wir in Trendrichtungen über den 200er oder eben über dem 52-Wochen-Durchschnitt laufen. Okay. Der Norbert fragt, kann man den Gersh-Trend kaufen, beziehungsweise gibt es eine Alternative? Ja, den kann man kaufen, den kann man auch für ganz viele verschiedene Plattformen inzwischen kaufen, also für den Agena Trader, für den MT4, MT5, für TradeStation, für Taipan, für TradingView. Also den gibt es inzwischen für relativ viele Plattformen. Der liegt so je nach Plattform so zwischen 150 und 180 Euro für so eine Lifetime-Lizenz. Kann man bei mir auf der Website findet man die Links zu den Shops, die das verkaufen. Ja. Wenn man eine Alternative haben möchte, das, womit ich arbeite, insbesondere im Aktienbereich, wenn ich jetzt auf einer Plattform agieren muss, wo es keinen Gersh-Trend gibt, dann nehme ich gerne einen 13er und einen 48er Exponential Moving Average und nehme die Kreuzungspunkte davon und schaue eben, wenn der kurzfristige über dem längerfristigen ist, ist es bullish und umgekehrt. Ja, das ist nicht genau das Gleiche. Die Schnittpunkte sind auch ein bisschen anders und die Amplitude ist auch anders. Also es ist kein hundertprozentiger Ersatz, aber es ist eine, zumindest das, was von den Möglichkeiten, die ich kenne, mit gleitenden Durchschnitten zu arbeiten, ist es für mittelfristige, kurz- bis mittelfristige Trader eine gute Variante, nach diesen beiden etwas ungewöhnlichen Durchschnitten zu schauen, ja, also dem 13er und dem 48er EMA. Okay. Ob ich was Richtung Black Friday mache mit dem Gersh-Trend? Nein, ich glaube eher nicht. Das ist ein wirklich gutes Produkt und ich bin kein Freund davon, sowas dann zu verschleudern, ehrlich gesagt. Okay. Was haben wir noch? Links ist COT Large Linien. Ist das eine eigene Entwicklung oder kann man diese zuladen im Agena Trader? Ja, das kann man im Agena Trader reinladen. Ich habe das eben jetzt nur in einer bestimmten Variante dargestellt. Das ist im COT Institutional Add-on enthalten, im Agena Trader. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Das, was wir hier am Ende sehen, ich vergrößere das mal kurz. Das, was wir hier sehen, diese beiden Linien. Die blaue Linie, wie gesagt, die Nettopositionierung der großen Spekulanten. Die rote Linie, die Nettoposition der großen Hedger. Und Nettoposition bedeutet immer, es wird geschaut, wie viele Kontrakte hat diese Partei, diese Gruppierung an Tradern momentan auf der Long-Seite geöffnet und wie viele auf der Short-Seite. Die werden voneinander abgezogen und die Nettozahl ist die, die übrig bleibt. Das bedeutet, im Moment haben große spekulative Händler im Dollar-Index Future ungefähr 35.000 Kontrakte mehr auf der Long-Seite, als sie auf der Short-Seite haben. Die großen Hedger halten im Moment ungefähr 40.000 Kontrakte mehr auf der Short-Seite als auf der Long-Seite. Ja, und das, was wir am Ende immer machen, wir schauen uns das Ganze langfristig an, gucken ungefähr, in welchen Bereichen befinden wir uns und versuchen dann abzuschätzen, wenn wir hier in so Wendebereiche kommen, ja, wie hier, wenn wir in so sehr extreme Level gelaufen sind und dann kommen hier die Wenden am Markt, dann haben wir häufig eben auch die Top-Bildung im Kurs. Ja, und das Ganze kombinieren wir dann in diesen Commitments of Trader Seminaren mit den Saisonalitäten, mit einer relativ simplen Charttechnik, mit ein, zwei Indikatoren, die wir noch on top packen. Und danach lassen wir uns dann recht einfach, ja, sehr effektive Handelssignale generieren. No. Okay. So. Was haben wir hier noch? Ah, der Josef, ja, schlaue Frage. Also ich benutze den 13er und den 48er nur auf Tagesbasis, in keiner anderen Zeitebene. Ja, und das ist eben der große Vorteil auch bei mir am Gersh-Trend, der ist für jede Zeitebene benutzbar.
Der passt sich quasi automatisch an. Der erkennt also, ob ich jetzt in einem 10-Minuten-Chart drin bin oder ob ich in einem Tages- oder einem Wochenchart drin bin und passt das Ganze entsprechend an. Also den 13er und 48er, das ist wirklich nur so eine grobe Richtungsgebung für Aktien auf dem Tageschart. Okay. Gut. So, der Ralf fragt noch, was ist im Görschtrend als neutrale Zone zu bewerten? Also neutrale Zone gibt es da im Prinzip gar nicht. Das, was ich nicht so gerne sehe, ist, wenn eben über längere Zeit Rot und Grün sich häufig abwechseln, dann sind wir oft in einem Markt, der sich nicht wirklich von der Stelle bewegt. Ja, das sehen wir hier ganz gut. Ich vergrößere das Ganze mal hier im Dollarindex, wenn wir uns das mal anschauen über die Phasen hier, wo der nicht besonders weit ausgeschlagen hat in die ein oder andere Richtung und hier auch häufiger mal die Richtung gewechselt hat. Ja, das ist typischerweise eine Marktphase, in der nicht viel zu verdienen ist. Ja, und ich schaue dann ganz gerne auf solche Dinge wie, ja, dann gucke ich mir an, wie ist denn hier die letzte Trendlinie quasi verlaufen. Und in dem Moment, wo wir über solche Level dann hinausgehen, da wird es dann interessant, sich anzuschauen, okay, wie sieht das Ganze auf dem Chart aus? Und wir sehen, dann kommt ja hier auch mehr oder weniger parallel der Ausbruch aus dieser Range im Chart und dann sind wir auf der Long-Seite hier wieder recht gut aufgehoben. Schauen wir uns das von Seiten der Ichimokus an, dann sehen wir hier auch, ja, wir haben hier eine ganz wichtige Kreuzung von der violetten und von der roten Linie. Na, da sind wir in diesen Kreuzungsbereich gekommen und das ist uns an diesem Tag hier auch als Ichimoku-Signal angezeigt worden. Ja. Dann haben wir am selben Tag dieses Level hier, dass nämlich die blaue Linie über den Chart geht. Und jetzt wissen wir ja auch schon aus den anderen Webinaren, die wir hier gemacht haben, wenn blau oberhalb des aktuellen Kurses steht hier oder oberhalb des Kurses zu diesem Zeitpunkt, dann ist das bullish. Ja. Und das war das zweite Setup, was wir hier bekommen haben. Das erste, was hier aufgetaucht ist, war hier, als wir aus der grünen Unterstützungswolke wieder nach oben rausgekommen sind. Das war die erste Möglichkeit hier nach Ichimoku den Dollarindex zu kaufen. Ja, das wäre bei unserem Standard-Trading-Setup, wäre das hier noch ausgefallen, weil der Görschtrend hier auf Tagesbasis noch rot war. Der ist grün geworden hier drüben. Ja, in diesem Ausbruch über die letzten beiden Hochs. Also mein Einstiegslevel liegt hier, ja, als Einstiegslevel in den Dollarindex. Ja, wer bei uns im Devisen 100, das ist so ein Devisendienst, den mache ich zusammen mit dem Mike Seidel, wer da drin ist, der hat das ein paar Mal gelesen zu dieser Zeit hier, dass wir sehr, sehr Dollar-Bullish geworden sind. Und im Moment fahren wir hier auch eine langfristige Dollar-Long-Positionierung, die schon relativ lange jetzt besteht und die Zielbereiche noch oben um 97 hat. Na, und das ist einer der Gründe, warum wir hier Dollar-Bullish sind. Natürlich kommt dazu noch der gesamte Bereich der Fundamentaldaten quasi, dass also in Amerika mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Zinsen steigen, deutlich bevor sie in Europa steigen. Wir rechnen im nächsten Jahr in den USA mit 2 bis 3 Zinsanhebungen von der Fed. Von der EZB haben wir gerade wieder gehört, dass das wohl eher nicht der Fall sein wird im kommenden Jahr. Und wahrscheinlich auch im Jahr drauf noch nicht. Na, und wenn die immer, wenn diese Zinsschere auseinandergeht, wenn wir also in US-Dollar deutlich mehr Zinsen bekommen, als wir es in Euro bekommen, dann ist der Dollar gegenüber dem Euro sehr stark und das ist genau das, was wir hier sehen. Ja, Dollar-Index ist zwar ein Basiskorb, also ist so ein Währungskorb von mehreren Währungen, die gegen den US-Dollar gepreist werden. Aber der Euro hat dabei einen Anteil von deutlich über 50% und deswegen laufen normalerweise US-Dollar und Euro mehr oder weniger gegensätzlich zueinander. Ja, wenn ich einfach mal den Euro jetzt hier noch mit reinnehme als Future und wir schauen uns mal an, na, wie der Euro läuft, dann sehen wir, dass Euro genau gegensätzlich zum US-Dollar.
Ja, und im Euro hatten wir auch eine Short-Position, die haben wir ein bisschen zu früh schon glattgestellt im Bereich 1,14. Haben wir da schon die Gewinne mitgenommen. Das ist jetzt nochmal deutlich weiter runtergerutscht, aber dafür haben wir den Dollar ja am Ende noch auf der Long-Seite. Ja. Und so kann man sich das ganz gut anschauen. Der Ralf, gute Frage. Ja, wie ich schaffe, die verschiedenen Trading-Strategien zu überblicken und vor allem nicht durcheinander zu kommen. Das ist eine gute Frage. Und ich baue das Ganze so auf, dass ich diese Trading-Strategien nach Märkten differenziere. Also ich habe ganz klare trendfolgende Setups, die ich alleine im Aktienmarkt und im Indexmarkt durchsetze und umsetze. Ich habe trendfolgende Setups für den Währungsmarkt. Und in den Rohstoffen ist es eben alles ein bisschen anders. Die Rohstoffe betreue ich etwas anders. Die Rohstoffe im Prinzip, naja, man kann sich das so vorstellen. Ich hole jetzt hier einfach mal eine Aktie noch kurz mit rein. Und zwar die Google. Die nehmen wir hier mal mit rein. Und wenn wir uns jetzt mal langfristig hier die Google-Aktie anschauen. Ja, dann sehen wir, da kommen wir hier unten so von 50, $60 in 2004 und sind im Moment so um die $3.000. Das ist eine Kursbewegung, eine typische Kursbewegung, die ihr nur bei Aktien findet. Die findet ihr in keinem anderen Anlageinstrument, außer vielleicht in Kryptowährungen. Ja, aber typischerweise ist das ein Aktienverlauf, der so läuft. Und deswegen handle ich Aktien sehr, sehr gerne trendfolgend und auch überwiegend trendfolgend und bin auch zu 90% auf der Long-Seite in Aktien, weil man einfach den langfristigen Vorteil auf der Long-Seite im Aktienmarkt hat. Bei Rohstoffen sieht das Ganze völlig anders aus. Wenn wir uns jetzt hier mal den Verlauf von Sojabohnen anschauen über die gleiche Zeit, ja, auch hier von 2004 bis jetzt aktuell, dann seht ihr vielleicht schon sofort den großen Unterschied. Sojabohnen, ja, ist hier in der großen Range seitwärts gerichtet und läuft im Prinzip immer zwischen oberem und unterem Ende dieser Range hin und her. Und das ist der große Unterschied zwischen Rohstoffen und Aktien. Und deswegen Aktien ganz klar trendfolgend. Rohstoffe sind typische, man nennt das Ganze Mean Reversion Märkte. Mean Reversion bedeutet am Ende nichts anderes, dass wenn wir eine Bewegung sehen, die den Markt sehr weit vom Durchschnitt wegbringt, dass wir dann ganz typischerweise wieder zu diesem langfristigen Durchschnitt zurücklaufen. Und auch deswegen habe ich hier immer den Jahresdurchschnitt auch mit eingeblendet. Na, und wir sehen also bei Rohstoffen ganz typisch, dass sich das Ganze in einer Range aufhält. Bei Aktien ist es eben ganz typisch so, dass wir das sehr trendstabil haben, zumindest bei guten Aktien. Na, da müssen wir auch immer noch überlegen, es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Aktien, die scheiden auch jedes Jahr aus, wie eine Wirecard, die dann irgendwann nicht mehr gehandelt ist. Na, das passiert seltener bei den großen Aktien, bei kleinen passiert das schon häufiger mal. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, eine verantwortungsvolle Investmentstrategie oder eine verantwortungsvolle Tradingstrategie haben, wo wir überwiegend Large Cap und Mid Cap und Mega Cap Aktien handeln, dann haben wir eben diesen typischen langfristigen Verlauf nach oben. Und im Übrigen auch bei Währungen sieht das Ganze eben ein bisschen anders aus. Also wenn wir uns hier mal einen Euro anschauen, na, dann sehen wir beim Euro auch, es ist im Prinzip mehr eine große Range, als dass es ein wirklich brutaler Trendmarkt ist. Ja. Über die letzten Jahre hier haben wir die obere Begrenzung so ungefähr bei 1,20, 1,24 und die untere Begrenzung hier bei 1,05, 1,07. Und dazwischen laufen wir hier hin und her. Und deswegen ist es sowohl bei Währungen als auch bei Rohstoffen deutlich einfacher, hier auf längerfristige Trendwenden zu setzen, als das tatsächlich irgendwo bei Aktien zu machen. Ja, und dadurch habe ich wenig Probleme, diese einzelnen Anlagestrategien voneinander zu trennen, weil es eben wirklich auch komplett verschiedene Märkte sind. Okay. So. Stimmt. Ich könnte auch sagen, tja, ich bin halt Profi. Aber nein, das ist nicht mein Stil. Okay.
Kann man den Görsch-Trend auf den DAX anwenden? Ja, natürlich kann man den Görsch-Trend auf den DAX anwenden. Ich hole den mal kurz hier rein, den FDAX, auch wenn er bei den Rohstoffen und den US-Indizes hier heute eigentlich nicht viel verloren hat. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, einfach mal ganz grob den Görsch-Trend auf Tagesbasis, ja, dann sehen wir, der hat hier im September 20 das letzte Mal angefangen, vor einem größeren Abverkauf zu warnen, ja, indem die Amplitude hier deutlich zurückgekommen ist. Und dann sind wir auch das erste Mal hier schon negativ in den roten Bereich gedreht. Kurz danach sind wir in diese deutliche Trendbewegung gelaufen und über die gesamte Trendbewegung war der dann hier auch entsprechend rot und hat dann hier über mit diesem Ausbruch im Prinzip über das letzte Zwischenhoch vom Trend wieder auf die grüne Seite gedreht und damit waren die Long-Positionen dann auch wieder zu nehmen. Das Ganze hat sich hier durchgezogen über den gesamten Weg bis nach oben, bis wir dann hier auch im Prinzip, bevor die große Abwärtsbewegung hier angefangen hat, bevor wir wirklich weit nach unten gelaufen sind, haben wir hier am ersten sehr dynamischen Abwärtstag dann auch schon, ne, von, wir sehen es, erst kommt die Amplitude hier zurück. Ne, ich zeige das mal kurz hier. Hier kommt die Amplitude zurück. Das heißt, die Stabilität geht hier aus dem Trend ganz klar raus. Und an der Stelle hier haben wir dann eben auch das erste Mal in den roten Bereich gedreht. Und jetzt sind wir im Prinzip seit diesem Break über das wichtige Level hier auch wieder auf der grünen Seite unterwegs. Und im Moment ist hier auf Tagesbasis noch alles in Ordnung. Ja, auch wenn wir jetzt hier über die letzten 3 Tage einen etwas deutlicheren Rücksetzer sehen, ist zumindest von Seiten des Görsch-Trend hier erstmal noch alles in Ordnung. Was mir nicht so gut gefällt, ist dieses hohe Volumen im Abverkauf. Das ist nicht so schön, aber am Ende kommen wir jetzt hier erstmal wieder auf ganz gute Unterstützungslevel, nämlich hier auf dieses alte Hoch und den Bereich dieser letzten kleinen Kaufzone. Also um 16.000 Punkte hier im DAX haben wir eine recht stabile Unterstützung, ein recht stabiles Support-Level, wäre eine Möglichkeit, hier aggressiv anzugreifen, wenn man möchte. Ich mache das Ganze mal lieber ein bisschen anders. Ich warte, ob sich hier tatsächlich eine Bodenbildung ausbildet und schaue dann, dass wir in der kleineren Zeitebene wieder in den alten Aufwärtstrend gehen und versuche dann in diese sich neu entwickelnde Aufwärtsbewegung irgendwo reinzukaufen. Ich würde jetzt nicht unbedingt direkt hier das 16.000er Level per Limit kaufen. Ja, aber natürlich, den kann man am Ende wirklich auf alle Instrumente anwenden, weil das ein, es ist ein reiner Preisindikator. Okay. Der Bernhard hat hier noch gefragt, der Dollarindex, was ist das genau für ein Instrument? Future Dollar gegen Euro? Nein, das ist ein Future Dollar gegen einen ganzen Währungskorb. Ja, da ist drin der Euro, da ist drin das britische Pfund, der australische Dollar, der kanadische Dollar, schwedische Krone, japanischer Yen. Aber der Euro macht halt den größten Anteil. Okay. Okay, Kakao wäre interessant hier. Steht im Chat für Ichimoku und COT. Dann gucken wir doch direkt auch gleich mal auf Kakao. Denn wir haben hier im Kakao auch heute ein Setup hier bekommen. Ein Ichimoku-Setup für die Long-Seite. Das schauen wir uns einmal kurz an hier im Ichimoku. Ja, und das, was wir heute an Setup hier bekommen haben, ist die Kreuzung hier zwischen der roten und der violetten Linie. Dass Rot jetzt über Violett läuft und das ist ein bullisches Setup. Also wir haben hier zumindest erstmal ein bullisches Setup im Kakao. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich ins Verhältnis setzen zu dem, was wir sonst auch machen. Wir sehen, dass wir hier von unten in diese Ichimoku-Wolke reinlaufen. Diese Wolke ist typischerweise ein Widerstandslevel. Und wenn wir uns auch hier die letzten Hochs anschauen im Kakao, dann haben wir hier ja auch ein Verkaufslevel. Auch dieses Verkaufslevel ist am Ende ein Widerstandslevel. Von daher finde ich das hier zumindest auf den ersten Blick jetzt mal nicht ganz so sexy, an der Stelle hier eine Long-Position einzugehen. Wir gucken noch mal kurz auf die Woche. Wir sehen, Woche, Görsch hat auch grün gedreht. Deswegen sehen wir hier auch das Görsch ab. Wir haben hier auf der Woche grün gedreht. Wir haben hier die Einstiegssignale bekommen vom Wochenchart. Wir sind nach oben aus der Wolke raus. Wir sind über die violette Linie. Rot ist über violett. Blau ist über dem Preis, also auf Wochenbasis ist hier momentan
auf dem Kakao alles extrem bullisch. Und jetzt gehen wir mal noch in den Bereich der Commitments of Traders Daten hier rein und schauen uns das Ganze hier nochmal an. Und jetzt hatten wir ja gesagt, das, was wir gerne sehen wollen, sind extremere Positionierungen bei den Commercials, also mit der die rote Linie hier, dass die relativ stark Richtung Longseite gehedged sind. Dann sollten wir davon ausgehen, dass ein bestehender Abwärtstrend womöglich in einen neuen, in einen neuen Aufwärtstrend übergeht. Und da schauen wir uns jetzt mal kurz an in der Historie, wenn wir diese hohen Niveaus erreicht haben, ungefähr diese Niveaus, wo wir jetzt auch sind, was dann hier passiert ist, nachdem wir diese Wenden gesehen haben in den Positionierungen. Denn hier sind wir auch gerade wieder dabei, diese Wende hier abzuschließen. So, und jetzt schauen wir mal kurz und sehen an dieser Stelle hier, hat das uns nicht weitergebracht. Ja, wir haben den Moment. So. Das, was wir dann immer sehen wollen, ist, dass wir hier auch eine Bodenbildung kriegen, dass wir also eine Top-Bildung im Indikator haben und eine Bodenbildung im Preis. Wenn dem so ist, dann können wir davon ausgehen, wenn wir wichtige Level überschreiten, wie zum Beispiel hier den Jahresdurchschnitt oder eben diese Range der letzten 4 Wochen, dass wir dann in einen neuen Aufwärtstrend gehen. Genau das ist hier passiert. Ja, wir sind hier in einen neuen Aufwärtstrend übergegangen und haben eine deutliche Bewegung gesehen. In der zweiten Situation hier, Top-Bildung im Indikator, Bodenbildung im Preis. Ja, gehen wir über diese 3 Wochen-Range nach oben raus, machen deutlich neue Hochs, können wir davon ausgehen, dass wir in einen neuen Aufwärtstrend gehen. Und genau das passiert hier. Nächste Situation, wir haben hier die Top-Bildung im Indikator, haben hier die Bodenbildung im Preis, sind über das letzte Hoch hier hinausgegangen und sehen eine deutliche Bewegung gen Norden. Ja, das Gleiche jetzt in der nächsten Situation nochmal. Wir haben die Top-Bildung im Indikator, wir haben die Bodenbildung im Preis, wir gehen hier über das letzte wichtige Hoch und sehen eine deutliche Aufwärtsbewegung. Und jetzt haben wir hier wieder gerade eine Situation. Also in den letzten 1, 2, 3, 4 Situationen, die genauso ausgebildet waren wie die, in der wir jetzt drin sind. Ja, ich zeige das hier nochmal. Diesen Wechsel hier, dass die rote Linie erst nach oben geht und dann runterkommt. Hier ist der Wechsel. Hier ist der Wechsel. Hier und hier. Ja, die rote Linie bildet einen Top aus und kommt deutlich zurück. So, und in den letzten 4 Situationen sind die Kurse danach deutlich gestiegen. Was haben wir jetzt hier vorliegen? Wir haben auch hier eine Bodenbildung gerade im Preis. Ja, wir haben einen ganz klaren Boden, den der Markt hier ausbildet und haben jetzt schon 2 Wochen in Folge hier steigende Kurse gesehen. Was mir nicht so gut gefällt, ist das hier. Dass wir jetzt an einer Phase sind, wo wir saisonal typischerweise ein Zwischenhoch generieren. Und das ist, auch das zeige ich noch mal kurz, das ist genau die gleiche Phase wie hier und wie hier. Ja, das ist genau die gleiche saisonale Situation. Schauen wir uns jetzt einmal kurz an, was in diesen beiden Situationen hier passiert ist. Wir haben hier die Top-Bildung und sind erstmal die nächsten 4, 5 Wochen runtergekommen. Und wir haben hier die Top-Bildung und sind erstmal die nächsten Wochen runtergekommen. Und mit genau der gleichen Reaktion müssen wir leider jetzt hier auch wieder rechnen. Wir sind saisonal an diesem Top und müssen jetzt davon ausgehen, dass wir alleine aufgrund der Saisonalitäten vielleicht jetzt hier auch wieder runterkommen oder zumindest erstmal seitwärts laufen, wenn wir nicht direkt fallen. Und das ist bei den Softs insbesondere, also bei Kakao, bei Zucker, bei Kaffee, schaue ich sehr gerne noch zusätzlich auf diese Saisonalitäten. Und das, was ich am liebsten habe in den Märkten, das, was ich suche, wo ich mit der vollen Positionsgröße reingehe, ist so etwas wie, ich nehme mal die Zeichnungen alle nochmal raus, ist so etwas wie an
an dieser Stelle hier. Genau diese Top-Bildung im Indikator, die Bodenbildung im Preis zu einer Zeit, wo wir saisonal die nächsten Wochen steigende Kurse vor uns haben. Hier Top-Bildung im Indikator, Bodenbildung im Preis zu einer Zeit, wo wir die nächsten Wochen steigende Kurse vor uns haben. Das sind die Situationen, in denen ich hier gerne mit der vollen Positionsgröße bei diesen Bewegungen dabei bin. Jetzt haben wir hier wieder zwei Bedingungen erfüllt, haben wir uns ja gerade angeschaut, nämlich die Top-Bildung im Indikator hier und die Bodenbildung im Preis. Aber wir haben jetzt die Saisonalität, die uns hier irgendwo dazwischen grätscht. Wie kann man das jetzt berücksichtigen? Ich würde sagen, prinzipiell erstmal eine kleinere Position. Also nicht mehr die volle Positionsgröße, die ihr normalerweise tradet, eine kleinere Position. Und dann eben parallel möchte ich sehen, dass wir auch zumindest hier im Tageschart in einer Situation sind, wo wir davon ausgehen können, dass die nächsten Widerstände noch eine Ecke weit weg sind. Und jetzt haben wir ja eben in der ersten Betrachtung schon gesehen, die Widerstände im Kakao, die sind hier relativ dicht dran. Und deswegen würde bei mir zumindest diese potenzielle Handelsgelegenheit erstmal ausfallen. Ja, das heißt nicht, dass der Kurs jetzt hier nicht steigt, ne, um Gottes Willen. Aber ich möchte gerne in den Situationen mein Geld riskieren, wo ich sehe, dass ich nach Möglichkeit ja alle Wahrscheinlichkeiten auf meiner Seite habe. Und im Moment ist es hier so, dass die Saisonalität irgendwo gegen einen Long spricht. Und deswegen wäre ich hier jetzt sehr, sehr vorsichtig. Okay, was haben wir noch? Wir hatten ein Long-Setup hier im Lumber. Lumber ist Holz. Ja. Im Holz, wer meinen wöchentlichen Newsletter kriegt, der ist hier unten schon informiert worden, ja, über eine mögliche Long-Gelegenheit für die längere Zeitebene. Und da haben wir jetzt hier auch nochmal neue Signale gekriegt. Schauen wir uns das nochmal kurz an von Seiten des Ichimoku-Indikators. Wir haben als erstes hier gesehen, dass die Wolke getestet wird, dass wir also in den Widerstand, in die Unterstützung reingelaufen sind und dann aus der Unterstützung wieder deutlich nach oben rausgekommen sind. Dann haben wir hier das nächste Setup gesehen, nämlich die Kreuzung von Rot und Violett von diesen Mittelwertslinien. Ja, das sind keine gleitenden Durchschnitte, das sind tatsächlich Mittelwertslinien. Wem das noch neu ist, einfach mal auf dem YouTube-Kanal von FX Flat nach der ersten Sendung schauen hier von der Trading auf Wolke 7 Serie. Da ist das alles ganz genau erklärt worden. Und das ist auch das Setup, was hier noch angegeben ist. Ja, das war das letzte Kaufsetup. Das kam hier an dem Tag, an dem Görsch-Trend auch wieder grün geworden ist. Und dementsprechend war das gar nicht so schlecht, das Ganze hier umzusetzen. Na, wir haben gesagt, Rohstoffe häufig Mean Reversion. Wir sehen das hier sehr schön auf diese sehr extreme ansteigende Bewegung ist auch eine genauso extreme fallende Preisbewegung gekommen. Ja, und oft ist es so, wenn das Ganze dann in die Unterseite übertrieben worden ist, dann kommen wir auch relativ schnell wieder zurück. Ja, von daher gefällt mir das als Long hier zumindest erstmal auf Tagesbasis ganz gut. Schauen wir uns den Indikator auf Wochenbasis an, dann sehen wir, okay, das war jetzt nicht so super hier, aber wir kommen ja gerade wieder in den grünen Bereich durch diese sehr lange grüne Kerze, die wir hier auf dem Wochenchart gesehen haben. Aber insgesamt haben wir den Kursverlauf hier noch unterhalb der Wolke. Das ist auf Wochenbasis eher bärisch. Wir haben die blaue Linie unterm Kurs. Das ist eher bärisch. Wir haben Rot noch unter Violett. Das ist bärisch. Also wir haben hier wirklich erst ein einziges Signal für die Long-Seite, nämlich dass der Kurs die rote Linie überschritten hat. Und das ist auch immer das erste Signal, was wir hier auf der Long-Seite kriegen. Ja, und da sehen wir jetzt auch, wenn wir das im Rohstoffbereich durchziehen, dann kommen wir hier in die Situation, dass wir nach Möglichkeit oder in bestimmten Situationen völlig gegensätzliche Interpretationen bekommen aus dem ja, Tageschart, der hier sehr bullisch ist, und aus dem Wochenchart, der hier immer noch sehr bärisch ist. Wenn das so ist,
dann können wir hier zu diesem Zeitpunkt mit unseren Trend-Setups nicht viel anfangen, weil unsere beiden wichtigsten Zeitebenen für die Swing-Trades, nämlich Wochenchart und Tageschart, gegensätzlich sind. Ja, und das schließt sich dann für mich immer schon mal aus. Ja, genau, ist alles richtig. Ja, Roadrunner, Ralf, alles richtig. Holz ist sehr, sehr illiquide. Also da werden nicht viele Kontrakte gehandelt und dementsprechend ist das ein Markt, der auch im Futures-Bereich wirklich nur für fortgeschrittene Händler zu empfehlen ist. Da muss man sehr genau Bescheid wissen über die einzelnen Orderarten, ja, dass man da ganz gut per Limit ordern kann oder auch mit Stop-Limit-Orders einsteigt. Und dann muss man eben auch wissen, dass man hier ein etwas höheres Gap-Risiko hat als in den meisten anderen Märkten. Ja, so, schauen wir uns das von Seiten der Commercials an. Ja, dann sehen wir hier etwas, was wir hier schon mal gesehen haben über diese Strecke. Ich zeichne das mal kurz ein. Da kommen wir nämlich zu einem relativ wichtigen Punkt. Wir haben hier über diese Strecke sehen wir, dass die Commercials von einer sehr starken Short-Ausrichtung sich korrigieren und die Short-Positionen reduzieren bzw. Long-Positionen aufbauen. Das passiert typischerweise in fallenden Kursen. Ja, das sehen wir hier über die Zeit, wo die Kurse fallen. Das ist das typische Verhalten von Commercials. Oder eben wie hier, dass wir steigende Kurse haben und in diese steigenden Kurse werden Short-Positionen aufgebaut bzw. Long-Positionen abgebaut, weil es eben Hedges sind. Und die Hedges, die laufen meistens gegensätzlich zur aktuellen Trendbewegung. Und jetzt sehen wir hier in zwei Situationen Folgendes, dass wir auf steigende Kurse hier steigende Long-Positionierungen der Commercials sehen. Und das ist immer trendbestätigend. Das ist absolut trendbestätigend. Denn das, was hier passiert, ist, dass die Commercials feststellen, dass sie falsch liegen. Passiert nicht häufig, weil die eben sehr, sehr gute Informationen haben. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit diesem Rohstoff zu beschäftigen. Dementsprechend haben die extrem gute Informationen, und wissen auch häufig, an den richtigen Punkten zu agieren, sind manchmal ein bisschen zu früh dabei. Warum das so ist, das erkläre ich auch alles in den Seminaren, dass man das hinterher wirklich sehr, sehr sauber interpretieren kann. Da gibt es eben bestimmte Gründe für, dass diese Verhalten so sind. Aber wenn wir sowas hier sehen, dass wir in stark steigende Kurse sehen, dass nicht etwa Short-Positionen aufgebaut werden von den Commercials, sondern hier verstärkt Long-Positionen aufgebaut bzw. Short-Positionen abgebaut, was für die Netto-Positionierung ja die gleichen Auswirkungen hat, dann ist das ein extrem bullisches Zeichen. Das gleiche hatten wir hier nochmal. Ja, steigende Kurse, deutlich steigende Kurse in den Holzpreisen mit als Reaktion darauf deutlich zunehmende Long-Hedges bei den Commercials. Und dann kriegen wir oft diese Preisexplosionen dann im Nachgang. Das ist etwas ganz Typisches, was häufig passiert, wenn wir eine seltene Kombination kriegen aus Preis und Nettopositionierung der Commercials. Und jetzt schaut mal hier. Das ist die letzte Bewegung über die letzten 3 Wochen im Holzpreis. Das ist die letzte Bewegung in den Commercials, also in den Commercial-Positionierungen. Deutlich nach oben. Und das spricht für mich hier eine ganz klare Sprache, dass wir im Holz zumindest für die nächsten 2, 3 Wochen noch steigende Kurse sehen sollten. Das Ganze geht hier in Alliance quasi mit den Saisonalitäten, die auch im Moment noch sehr, sehr stark sind. Ja, wenn wir uns mal ungefähr anschauen, wo die Aufwärtsbewegung beginnen sollte. Ja, das war so, hier sollte die letzte Aufwärtsbewegung beginnen. Und wo hat sie begonnen? Ja, ziemlich genau an dieser Stelle. Ja, das passt saisonell hier auch alles sehr, sehr gut für den nächsten Aufwärtsschub und das ist eben genau dieser Schub, der hier läuft. Und das, was ich hier momentan bei den Commercials sehe, das spricht zumindest erstmal dafür, dass diese Aufwärtsbewegung noch nicht vorbei ist, sondern dass wir weiter steigende Notierungen im Holz sehen. Ja. Okay. Was haben wir noch hier? Soybean Oil haben wir ein Short-Signal, zumindest aus Seiten des Ichimokus. Jetzt sehen wir aber auch hier sofort,
Okay, wir haben Görsch-Trend auf Tages- und auf Wochenbasis nicht gleich. Damit fallen diese Setups bei uns auf Aktienbasis ja schon immer ganz klar raus. Da haben wir gesagt, wenn wir hier keine Füllung sehen, die dann entsprechend rot ist wie das Signal, dann fällt das Ganze für uns schon mal aus. Das hatten wir jetzt hier gesehen für die Long-Seite im Holz passte das, für die Long-Seite im Kakao passte das, auf die Währung hier New Zealand Dollar. Na, da haben wir es für die Short-Seite, da gucken wir gleich noch drauf. Und hier sehen wir jetzt eben, wir haben ein Setup von den Ichimoku-Signalen aus dem Add-on, haben aber keine Bestätigung aus dem Görsch-Trend. Und das gucken wir uns jetzt auch noch mal kurz hier auf Chart-Basis an. Ja, wir sehen, was hier passiert ist. Das, was wir hier jetzt bekommen haben, das Signal, ist dieses Chico Cross. Das bedeutet, die blaue Linie, die ist hier jetzt unter den Preis gerutscht. Das war das Short-Signal, was wir jetzt hier bekommen haben. Das ist auch kein so gutes Handelssetup. Das ist nicht unbedingt etwas, was ich traden würde, sondern das Blau unterhalb des Kurses ist eben eher bärisch zu werten, ist aber nichts, was ich unbedingt als Setup umsetzen würde. Als Setup finde ich immer am schönsten, kann ich hier vielleicht auch mal kurz dazu sagen, diese Kreuzung zwischen Rot und Violett, die funktioniert recht gut. Und diese Ausbrüche aus den Wolken, die funktionieren recht gut. Und die wollen wir dann aber eben auch immer in Verbindung mit dem Görsch-Trend. Und da sehen wir hier in beiden Situationen war der Görsch-Trend hier noch grün und dementsprechend wären hier auch keine Trades angefallen. Na. Und dann hatten wir ja gesagt, bei den Rohstoffen, da schauen wir eben hier auch nochmal auf die Wochenbasis und sehen, auf Wochenbasis sind wir noch über der Wolke, kriegen aber ein sehr, sehr gemischtes Indikatorenbild. Also wir haben Rot hier unter Violett, wir haben Blau inzwischen unterm Preis, wir haben den Preis unterhalb der Roten, wir haben den Preis unterhalb der Violetten. Ja, das Einzige, was hier noch bullisch ist im Prinzip, ist, dass wir uns noch über der grünen Wolke bewegen und dass wir hier einen positiven Görsch-Trend haben. Aber wir sehen es auch am Görsch-Trend schon, ja, der läuft hier seit vielen, vielen Wochen abwärts. Da ist also im Moment nicht viel zu holen. Ja, das sieht nicht besonders bullisch aus. Und dass wir eben hier jetzt in die Wolke reinlaufen, spricht für mich dafür, dass wir hier eher weiter einen seitwärts gerichteten Markt sehen, als dass wir jetzt wirklich die ein oder andere große Trendbewegung in die eine oder in die andere Richtung sehen. Ja, also dieses Eintauchen in die Wolke, das ist für mich immer erstmal ein Zeichen dafür, dass wir hier vielleicht dann mal ein bisschen seitwärts laufen. Zumal die Wolke auch sehr dick ist. Ja, also es ist ein extrem weit gezogenes Unterstützungslevel, ist nicht ideal, um hier zu agieren und von daher würde da auch in dem Fall immer nichts in Frage kommen. Schauen wir mal kurz auf den New Zealand Dollar. Da kam hier gestern das Short Setup mit der Bestätigung Görsch Trend abwärts. Also gucken wir hier auf Tagesbasis. Ja, dann sehen wir, Blau ist gerade dabei, hier unter den Preis zu rutschen. Wir sehen, dass der Preis unterhalb der Violetten ist, dass der Preis unterhalb der Roten ist, dass die Rote mit der Violetten hier gekreuzt hat nach unten, was auch bärisch ist. Und wir sind jetzt hier auch heute noch endgültig nach unten aus der Wolke ausgebrochen. Also das spricht für mich hier von Ichimoku-Sicht ganz klar dafür, hier weiter short zu sein. Und das Setup von heute wäre dieses hier gewesen. Ja, dass wir hier den Einstieg unterm Tief von gestern bekommen hätten. Ja, das ist das laufende Short-Setup jetzt von diesem Signal hier. Wir sehen, Görsch-Trend weitet sich deutlich aus nach unten. Ja, schon mit der Kerze gestern, die noch gar kein neues Tief gemacht hat, sind wir im Görsch-Trend hier schon auf ein neues Tief gegangen. Das ist sehr bärisch. Heute setzt sich das Ganze weiter fort. Am Ende des Tages wird der Görsch-Trend definitiv deutlich tiefer liegen. Und das ist auch eine Bestätigung dafür, dass das Ganze hier abwärts gerichtet ist. Auf Wochenbasis sehen wir hier als Bestätigung den deutlich abwärts gerichteten Görsch-Trend. Und wir sehen auch hier alles auf der Ichimoku-Seite negativ. Blau ist unterhalb des Preises. Rot ist unterhalb von Violett und der Preis ist unterhalb Rot und unterhalb Violett. Wenn wir jetzt hier auch noch nach unten aus der Wolke ausbrechen, dann könnten wir noch mal einen deutlichen Schub sehen.
Und dann würde ich die Zielbereiche tatsächlich erstmal irgendwo hier anvisieren. Ja, im Bereich dieser letzten Unterstützung, die wir hier drin haben, so um 0,67 bis 0,6750. Gute Frage hier vom Ralf. New Zealand Dollar Aussie vorziehen, relative Stärke, Schwäche Vergleich. Das ist etwas, was man im Währungsbereich immer machen kann. Wenn ihr also seht, dass der New Zealand Dollar gegen den US-Dollar sehr schwach ist, dann müsstet ihr jetzt im Gegenzug aber auch sehen, dass der Aussie-Dollar gegen den US-Dollar stark ist. Ist er aber auch nicht. Und deswegen wäre das etwas, was ich jetzt hier nicht bevorzugen würde. Ich würde jetzt hier nicht bevorzugen, New Zealand Dollar gegen Aussie Dollar zu shorten. Das würde ich dann bevorzugen, wenn der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar eine deutliche Stärke zeigen würde. Aber wir haben jetzt hier zwei Werte, die schwach sind gegen den Dollar. Der New Zealand Dollar ist schwach gegen den Dollar und der Aussie Dollar ist schwach gegen den Dollar. Das heißt, ich würde hier, wenn Aussie-Dollar short sein und New Zealand-Dollar short sein wollen gegen den Dollar und nicht diese beiden gegeneinander traden. Okay, also wenn man diese relative Stärke-Schwäche-Vergleiche macht, dann muss man sich immer anschauen, was ist denn von den drei Währungen, die wir uns jetzt hier anschauen. Ich schreibe es einfach mal kurz hier rein. Wir haben ja jetzt gesagt, wir schauen auf den New Zealand-Dollar, wir schauen auf den Aussie-Dollar und wir schauen auf den US-Dollar. Ja, und wenn man jetzt diesen Stärke-Schwäche-Vergleich macht, dann möchte man den Schwächsten gegen den Stärksten shorten. Okay? Oder umgekehrt den Stärksten gegen den Schwächsten long gehen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was hier der stärkste Wert ist, jetzt habe ich es gelöscht, ich schreibe es nochmal kurz rein. New Zealand Dollar, Aussie Dollar und US-Dollar. Ja, das sind die, die wir uns jetzt hier anschauen. Und jetzt gucken wir einfach mal kurz nur hier oben auf den Performance-Bereich und da sehen wir heute ja alleine über den Tag Aussie-Dollar minus 0,08% gegen den US-Dollar, New Zealand-Dollar minus 5,5% gegen den US-Dollar und der Dollar-Index selber gegen die übrigen Währungen 0,4% vorne. Das heißt, im Stärke-Schwäche-Vergleich wäre der stärkste, ja, wäre hier der US-Dollar, der mittlere wäre der Aussie-Dollar und der schwächste wäre der New Zealand-Dollar. Und deswegen wollen wir den New Zealand-Dollar gegen den US-Dollar shorten, beziehungsweise US-Dollar gegen New Zealand-Dollar long gehen. Okay. Okay. Ja, da brauchst du dich überhaupt nicht entschuldigen, dass du das fragst. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele, ist das eine wichtige Erkenntnis, da vielleicht mal so drauf zu schauen. Und das ist insbesondere für Währungen ist das ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist etwas, was wir eben auch im Devisendienst immer wieder machen. Das heißt, wir schauen, was ist denn momentan der stärkste Markt, was ist momentan der schwächste Markt. Und dann versucht man natürlich, den stärksten gegen den schwächsten Long zu sein oder den schwächsten gegen den stärksten Short zu sein, je nachdem, welche Paare man da gerade handelt. Ja, aber das, was sich im Moment hier relativ klar erkennen lässt, ist, dass alle Währungen gegen den US-Dollar momentan schwach sind. Die sind hier alle rot, die sind über den Tag alle gefallen und wir sehen hier, dass wir von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Währungen, die wir uns hier anschauen, dass wir hier alleine 5 bei haben, die gegen den Dollar sowohl auf Tagesbasis als auch auf Wochenbasis im Girsch-Trend klar abwärts gerichtet sind. Und schon alleine deswegen ist es ganz klar, dass wir Dollar long sein wollen. Ja, und wir wollen eben Dollar long sein und nach Möglichkeit die schwachen Märkte short. Und der schwächste Markt hier ist im Moment der japanische Yen. Ja, das sehen wir hier auch sofort in der Bewegung. Das sehen wir hier sofort im Girsch-Trend, ja, der sehr, sehr dynamisch hier nach unten gekommen ist. Und wenn wir uns jetzt über diese Zeit hier mal anschauen, ja, das ist der Wochenchart. Ich gehe mal kurz in den Tagescharts. Da sieht das ganze Bild nämlich ähnlich aus.
So, ja, im Tageschart sehen wir das hier auch zuletzt über die letzten Tage eine extreme Schwäche hier im japanischen Yen. Und wenn wir uns jetzt hier einfach mal die Einstiegssignale anzeigen lassen, nur über den Ausbruch aus der Wolke, dann ist das das hier. Das sind die Einstiegssignale, Ausbruch aus der Wolke negativ. Da haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Setups. Wir waren natürlich hier sehr lange seitwärts gerichtet. Ja, das sehen wir wieder im Vorfeld auch schon. Na, wenn wir hier zum Beispiel ein Signal bekommen an dieser Stelle und schauen dann aber mal auf die Historie hier des Gersh-Trend, dann sehen wir diesen ständigen Wechsel zwischen Rot-Grün, Rot-Grün, Rot-Grün. Dann wollen wir da gar nicht unbedingt mit dabei sein. An den Tagen, wo wir hier ein Short-Setup kriegen mit einem positiven Gersh-Trend, das schließt sich sowieso aus. Hier auch. Ja, da haben wir ein Short-Setup im Bereich, ja, wo wir hier gerade erst rot gedreht haben. Das schließt sich also quasi schon aus. Diese Setups wollen wir gar nicht nehmen. Was haben wir hier? Ja, auch ein Setup bei einem positiven Gersh-Trend. Also diese Setups hier oben, diese Verkäufe, die hier aufgetaucht sind, die fallen schon mal alle aus. Der hier fällt im Prinzip auch aus. Und jetzt kommen wir hier in einen Bereich, wo wir anscheinend einen neuen Trend aufbauen wollen in die Long-Richtung, wo wir aber auf der Oberseite am Widerstandslevel hier oben, an diesem Widerstandslevel, immer wieder scheitern und dann sehr dynamisch hier in die erste Abwärtsbewegung reingehen und dann hier nach unten ausbrechen. Und hier würde ich sagen, ist es auch gar nicht direkt der Einstieg aus der Wolke, sondern es ist der Einstieg mit dem Ausbruch. Unter diese letzte große Seitwärtsrange hier. Das ist die große Range. Hier kommt das erste Signal an dieser Stelle in der Kerze, die nach unten die Wolke verlässt. Und der Einstieg, der würde bei mir hier erfolgen mit dem Durchbruch durch das Tief der Kerze. An dieser Stelle wäre ich hier short. Ja, und da sehen wir eben, im Prinzip brauchen wir gar nicht so viele Signale. Wir müssen nur die nehmen, die gerade Sinn machen, die insgesamt von der gesamten Konstellation her Sinn machen. Wir sehen, wie dynamisch der Gersh-Trend hier runterkommt, ja, und dann hier auch sehr dynamisch wechselt in die Short-Richtung. Das ist ein ganz klares Zeichen. Wir haben die ganze Zeit dann hier auch schon die blaue, die an der Stelle eben hier auch deutlich unter den Preis gerutscht ist. Na, und dann kriegen wir hier später nochmal Setups hier an der Stelle, wo Rot durch Violett durchgeht und sich das dann auch nochmal weiter nach unten ausweitet. Das ist dann auch nochmal ein Setup. Und dann geht es im Prinzip nur darum, möglichst lange in der Position drin zu bleiben, Stops hinterher zu ziehen und dann vielleicht irgendwo hier an so einer Stelle oder dann spätestens hier an so einer Stelle wieder ausgestoppt zu werden. Ja, das ist im Prinzip dann dieser trendfolgende Ansatz, den wir hier nehmen. Und am Ende können wir, wenn wir Währungen oder Rohstoffe traden, uns ja auch immer noch mal anschauen. Ich mache mal das globale Fadenkreuz wieder an. Wie sieht das denn an diesen Stellen saisonal aus? Und jetzt gucken wir hier mal kurz. Das hier ist die Stelle, wo das Short Setup kam. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal auf der saisonalen Seite an und sehen, wow, ja, saisonal ist hier genau der Beginn der schwachen Phase. Ja, und die läuft ungefähr so bis jetzt Mitte Dezember, Anfang Mitte Dezember. Das heißt, bis Anfang Mitte Dezember sehe ich den Vorteil hier im Yen noch klar auf der Short-Seite. Danach müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Da laufen wir dann saisonal hier eher seitwärts. Ja, da wäre ich dann auch nicht mehr unbedingt mit der vollen Position auf der Short-Seite dabei. Aber im Moment ist hier eben alles noch Short. Okay. So. Dann kämpfe ich mich jetzt hier noch mal kurz durch die Fragen. Der Norbert hat gefragt, ob die Ichimoku-Einstellungen die Standardeinstellungen sind. Ja, das, was ich hier verwende, das sind immer die Standardeinstellungen vom Ichimoku-Indikator. Und da ist es dann auch egal am Ende, ob ihr das auf Margina Trader anschaut oder in TradingView oder so, die sind immer mehr oder weniger gleich.
Okay. Okay, dann ist noch kurz die Frage nach Silber. Dann schauen wir auch gerne noch mal hier in Silber. Also, ja, also wir sind im Silber, wenn wir uns den Görstrend anschauen, erstmal positiv. Na, Woche ist grün, Tag ist grün. Jetzt kommen wir hier heute deutlich zurück. Da müssen wir jetzt aber auch immer wissen, sowohl Silber als auch Gold reagieren relativ stark auf die Dollaränderung. Das heißt, ein sehr starker US-Dollar drückt immer auf den Silberpreis und drückt auch immer auf den Goldpreis. Und von daher ist das etwas, was wir hier ganz klar im Fokus haben müssen, wenn wir uns die Edelmetalle anschauen, dass die sehr dynamisch auf Änderungen im US-Dollar reagieren. Und dazu haben wir eben im Silber, und das ist auch der Grund, weshalb wir hier im Moment keine Long-Position im Silber haben, eine saisonale Schwächephase. Ja, die ganze Phase hier von August an bis in den Dezember rein, hier bis Ende Dezember, ist eine typische Schwächephase in den Edelmetallen. Wir hatten das auch gesehen, dass wir hier prinzipiell vom Chart her erstmal bullische Ausrichtung haben. Und auch dieser Ausbruch hier über 25 ist auf den ersten Blick super bullisch zu werten. Das Problem ist, wir sind hier am Jahresdurchschnitt, wirklich punktgenau am Jahresdurchschnitt hängen geblieben. Und wir haben jetzt hier auch über die letzte Woche gesehen, dass die Kurse langsam nach unten kommen und wir aber weiter fallende Positionierungen bei den Commercials haben. Das heißt, die Commercials, die richten sich hier auf ein Short Hedging aus und ein Short Hedging bauen die Commercials typischerweise dann auf, wenn sie der Meinung sind, dass die Kurse in den nächsten Wochen eher fallen als steigen. Ja, schauen wir uns das kurz an im Silber. Und das ist auch genau der Grund, weshalb ich bei den Rohstoffen sehr stark auf die Commercial-Positionierung achte. Dieses Niveau, auf dem wir uns jetzt hier befinden, ja, bei minus 66, minus 70.000 Kontrakten im Silber netto, diese Niveaus, die hatten wir hier schon mal ungefähr. Und die hatten wir hier schon mal ungefähr. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was dann hier passiert ist, von da an, wo wir hier gedreht haben, wo wir dann hier deutlich nach oben gekommen sind, dann sehen wir, dass die Preise hier das erste Mal und auch das zweite Mal deutlich runtergekommen sind, von da an, wo wir hier gedreht haben. Ja, und prinzipiell ist es so, solange wie wir hier noch weiter fallen, kann sich die Aufwärtsbewegung auch durchaus noch weiter fortsetzen. Es wäre sehr ungünstig, wenn wir hier weiter fallen, obwohl die Preise hier schon runterkommen. Von daher wird es sehr spannend, zum einen, wie die Woche beendet wird im Silber und zum anderen, wie dann am Ende der Woche auch die Commercial-Positionierung aussehen. Aber für mich ist es zumindest erstmal hier bis Ende Dezember nicht besonders erstrebenswert, hier Long-Positionen aufzubauen. Na? Charttechnisch, ja, wenn man nur nach der Charttechnik geht, ist das hier sehr positiv und das ist ja etwas, was der Görstrend im Prinzip auch macht. Ja, der guckt hier nur nach den Preisen. Der berücksichtigt nichts anderes als die Preisbildung. Ne? Da sieht das Ganze eben auf Tagesbasis momentan so aus, dass wir hier einen intakten Aufwärtstrend haben. Das ist der letzte intakte Aufwärtstrend. Ja, und das Problem ist für Long-Positionen, dass diese Bewegung hier relativ groß war, von hier unten unter 23 Dollar bis rauf bis so 25, 50 ungefähr, das ist relativ groß. Also dieses Sequenzbild hier auf dem Tageschart, das ist erst dann kaputt, wenn wir unter das Tief gehen. Vorher könnte das gut sein, dass wir hier Retracements sehen und dann wieder nach oben wegdrehen. Und dann setzt sich im Prinzip einfach nur der Trend hier weiter fort. Das Problem daran ist so ein bisschen, dieser Trend, der könnte sich auch so entwickeln. Ja, erste Bewegung, zweite Bewegung und dritte Bewegung, dass wir jetzt hier in so eine ABC-Korrektur reinkommen und dann wieder nach oben weitergehen. Das würde am großen Bild nichts zerstören.
Und deswegen muss man sich beim Silber immer ganz genau überlegen, an welchen Stellen möchte man hier einsteigen. Mir gefällt es eben, wie gesagt, aufgrund der Saisonalitäten momentan nicht. Okay. So, was haben wir hier noch? Kann man im AT unterschiedliche Kontrakte, Laufzeit miteinander vergleichen? Ja, kann man. Ist im Agena Trader ein bisschen kompliziert, weil wir immer nur einen Chart aufhaben können. Das heißt, ich kann jetzt im Silber hier, könnte ich jetzt wechseln vom Dezember-Kontrakt, ja, auf den Januar oder den Februar oder den März-Kontrakt, könnte mir anschauen, wie die laufen und kann die dann miteinander vergleichen. Was man nicht machen kann, leider noch nicht im Agena Trader, ist, dass man mehrere Laufzeiten parallel aufmacht. Da gibt es einen Umweg. Man kann sich die einzelnen Laufzeiten manuell als eigenes Symbol anlegen. Dann kann man die auch miteinander vergleichen. Das muss man dann aber wirklich mehrmals im Jahr, muss man dann diese Kontrakte neu anlegen und dann kann man die auch immer miteinander vergleichen. Okay. So, wo bekomme ich den Gersh-Indikator? Gratis zum Download. Nutze den MT4. Gratis leider gar nicht, aber für den MT4 kann man den kaufen und zwar bei mir über die Website. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. So. Und zwar bei mir auf der Website, ja, wenn ihr auf die daytradingcoach.de geht, dann habt ihr hier unter Trading Software, der letzte Punkt hier ist Gersh Trend Indikator und da könnt ihr euch dann hier raussuchen, was ihr für eine Plattform habt und kommt dann direkt auf den Link, um das Ganze dann zu kaufen. Das funktioniert sehr, sehr einfach. Kann man ganz simpel in die einzelnen Handelsplattformen einfügen. Ja, ist nicht weiter wild. Ja, fürs Seminar nochmal, wenn euch das COT Trading Seminar interessiert, da findet ihr dann auch hier über den Punkt Seminare, COT Trading Seminar, das ist das Rohstoffseminar, findet ihr dann hier die weiteren Informationen. Okay, ich denke, das war es dann auch soweit. Ja, ich glaube, wir haben auch alle Fragen beantwortet. Wir haben mal wieder überzogen, aber ich freue mich, dass ihr trotzdem noch fast alle hier bis zum Schluss mit dabei wart. Das ist ganz toll. Vielen Dank dafür. Freut mich, dass es hier keine Zeitverschwendung ist, sondern dass ihr echt Bock drauf habt, das Ganze zu machen. In 2 Wochen haben wir hier den nächsten Termin wieder für unser Ichimoku Aktien-Trading. Und da ist das Ganze ja ein bisschen simpler. Na, da haben wir nichts anderes als den Chart, auf den wir achten. Ihr habt es gesehen, im Rohstoffbereich ist es etwas komplexer, etwas aufwendiger. Wir haben noch 2 wichtige andere Indikatoren, auf die wir hier achten, Commitments of Traders, Positionierungen und eben die Saisonalitäten. Hat den Vorteil, dass wir damit noch deutlich sauberere Setups bekommen können. Wenn hier wirklich alles in die richtige Richtung zeigt, dann haben wir hier sogenannte High Probability Setups, wo man mit einer sehr, sehr guten Trefferquote arbeiten kann. Wenn wir eben nur den Kursverlauf haben, den wir berücksichtigen können, dann haben wir einfach eine etwas geringere Trefferquote. Ja, das heißt nicht, dass das Ganze nicht trotzdem profitabel ist, aber wir müssen halt damit rechnen, dass wir auch, wenn wir rein preisbasiert arbeiten, öfter mal schief liegen. Okay, dafür haben wir dann am Ende unser Risikomanagement. Wolfgang, die offenen Positionen, die gehen wir in den 2 Wochen, also in 2 Wochen wieder durch, wenn wir auf die Aktienmärkte schauen. Okay. Gut, das war's von meiner Seite. Dann bedanke ich mich fürs Dabeisein, wünsche allen noch einen schönen Abend, wünsche profitable Trades und dann gerne wieder bis zum nächsten Mal. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Martin. Ich glaube, wir bedanken uns bei dir für den Input heute. Super Informationen. Aber natürlich auch riesen Dankeschön an alle hier, die im Chat aktiv mitgemacht haben und fleißig Fragen gestellt haben. Und dass wir jetzt länger gemacht haben, weißt du ja, Martin, bei mir ist das überhaupt kein Problem. Und wie du gesagt hast, wir hören und sehen dich dann in 2 Wochen wieder. 13. Dezember. Ich freue mich oder ich würde mich auch freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind.
Ich schließe mich an, wünsche einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. So sieht's aus. Ciao.